In diesem Video möchte ich Ihnen den Telekom Media Receiver 200 vorstellen und den Lieferumfang zeigen. Zunächst zum Lieferumfang des MR200. Dann Media Receiver 200 ist natürlich auch eine Fernbedienung dabei, in schwarzer Optik. Etwas dicker unten, damit auch normale Batterien verwendet werden können. Beim Vorgängermodell brauchte man ja Knopfzellen. Hier können normale AAA-Batterien verwendet werden. Dann mit dabei das Gerät selbst. Das ist der MR200. Etwas größer, aber flacher als das Vorgängermodell. Das ist ja hier der ältere Zusatzreceiver, der MR102. Aber wenn man hier sieht, seitlich ist das neue Gerät etwas flacher, auch wenn es optisch sonst etwas größer erscheint. Ansonsten der MR200 ist baugleich oder bauähnlich zum Hauptgerät, dem MR400, den ich hier oben habe. Einziger Unterschied ist, dass der MR400 eine Festplatte besitzt und das Hauptgerät in der ganzen Entertain-Installation ist. Und der MR200 ist halt einfach ein Zusatzreceiver für weitere Fernseher. Ebenfalls dabei natürlich die Bedienungsanleitung, um den MR200 entsprechend zu bedienen. Dann mit dabei das Netzteil extern plus das Stromkabel zur Versorgung mit Strom. Dann haben wir hier ein Netzwerkkabel, 10 Meter lang, zum Anschluss des Receivers an Ihren Router oder an einen vorhandenen Switch. Kabellos könnte das Gerät auch bedient werden. Dann bräuchte man eine WLAN-Bridge oder einen Powerline-Adapter. Und last but not least hier das HDMI-Kabel, was beiliegt, um den Zusatzreceiver MR200 mit Ihrem Fernseher zu verbinden und HD-Signale auf den Fernseher zu bringen. An der Vorderseite des Gerätes gibt es hier direkt einen Ein- und Ausschalter, dann ein kleines Display, wo Sie Informationen zum Sender oder zur Sendung finden. Dann gibt es hier eine Programmwahltaste hoch und runter, um die Fernsehsender oder Radiosender, die gerade laufen, dann durchzuschalten. Und ich habe hier eine Umschaltung zwischen TV- und Musikmodus, also ob ich gerade Fernsehen gucken möchte oder einfach nur Musik hören möchte, zum Beispiel Internetradio. Das kann ich dann hier entsprechend durchschalten. An der Rückseite des MR200 befindet sich der LAN- oder Netzwerkanschluss. Das Gerät kann ausschließlich per Netzwerkkabel mit dem Internet und Ihrem Telekom-Router verbunden werden. Sollte dies kabellos erforderlich sein, benötigen Sie eine WLAN-Bridge oder einen Powerline-Adapter. Dann auch dieser Zusatzreceiver hat zwei Audioausgänge, optisch und koaxial, um ein vorhandenes Soundsystem anzuschließen, zum Beispiel eine Soundbar oder ein 5.1-System. Dann haben wir hier den HDMI-Anschluss, um den Zusatzreceiver an Ihrem Zweit-, Dritt- oder sonstigen Fernseher anzuschließen. Wir haben hier einen USB 2.0-Anschluss, um zum Beispiel Fotos oder Musik vom USB-Stick abzuspielen. Ein Reset-Button, um im Fall, unwahrscheinlichen Fall, dass sich das Gerät mal aufhängt, das Gerät zurückzusetzen. Dann haben wir hier den Anschluss für Strom, einen Ausschalter, der das Gerät dann komplett ausschaltet. Und hier hinten das eine Blindklappe, weil das Gerät, dieser Zusatzreceiver, baugleich mit dem MR400 Hauptgerät ist. Hier würde normalerweise beim Hauptgerät die Festplatte sitzen und beim MR200 ist da halt nichts. Noch ein paar technische Daten zum MR200. Im Betrieb verbraucht das Gerät nur etwa 10 Watt. Das Vorgängermodell hatte ja etwa 18 Watt Stromverbrauch. Im Standby liegt der Verbrauch bei etwa 8 Watt. Dabei werden dann halt EPG-Daten, also die Programmzeitschrift, im Hintergrund geladen und aktuelle Updates für das Gerät. Wem das nicht so wichtig ist, der kann auch den Energiesparmodus aktivieren. Dann liegt der Stromverbrauch bei nur noch 1 Watt etwa. Generell ist das Gerät auch deutlich leistungsfähiger und auch genauso leistungsfähig wie der MR400. Also es ist ein sehr schneller Prozessor drin, viel Arbeitsspeicher, damit einfach die ganzen Entertain-Funktionen viel flüssiger funktionieren. Also wenn ich eine Taste an der Fernbedienung drücke, dass einfach sofort das Gerät auch reagiert und das Ganze sehr komfortabel ist. Zum Schluss noch der Hinweis, dass der neue MR200 nur in Verbindung mit dem neuen MR400 betrieben werden kann, also nicht an den alten Geräten MR303 zum Beispiel. Und dass auch ein aktueller Entertain-Tarif, Entertain TV, seit Mitte 2016 erforderlich ist. Wenn Sie bereits Entertain nutzen und diesen Zusatzreceiver oder auch den MR400 nutzen möchten, dann ist ein Tarifwechsel erforderlich. Wir beraten Sie auf unserer Webseite oder auch telefonisch gern zu den verschiedenen Tarifwechselmöglichkeiten.